manchmal hast du die betreut und betreut und dann sind die dir weggestorben. Es hat aber insgesamt seine Ursache auch damit, dass wir angefangen haben, Gesundheit wie eine Ware zu behandeln. Da piept was und da macht was. Du bist an so einem Punkt, wo du stehst mit dem Rücken zur Wand und es ist niemand da. Noch immer ist die Situation auf den Intensivstationen in Deutschland angespannt. Personal fehlt, das müssen Intensivpflegerinnen und Pfleger ausbaden. Wie will die neue Bundesregierung das ändern? In ein paar Minuten beginnt die Schicht von Aren. Aren ist Pfleger auf der neurochirurgischen Intensivstation der Charité und sagt nach 2 Jahren, ich halte das Ganze nicht mehr aus, ich schmeiß hin. Und ich will wissen, wie wird seine Schicht heute ablaufen? Die Schichten hat er mittlerweile stark reduziert. Hallo, grüß dich. Hi Aren. Hi nochmal. Angekommen, Tag. Du hast ungefähr noch eine halbe Stunde, bis du dann auf Station sein musst, oder? Genau. Also im Regelfall ist Montag und Anfangs der Woche nie ein Tag, wo du sagen kannst, ich gehe heute mit einem guten Gewissen nach Hause. Das ist wirklich selten der Fall. Wir arbeiten immer knapp an der Grenze und das wird heute, glaube ich, nicht anders sein. Ich mache mir auch immer ein Stück weit Sorgen, was ich heute schaffe, ob ich das hinkriege oder nicht. Ob die Zeit reicht oder ob ich nicht doch irgendwas falsch mache, gerade auch wegen der Arbeitsbelastung. Intensivstationen laufen gerade wieder voll, vor allem wegen der vierten Welle. Deshalb sind Intensivpfleger wieder mega unter Druck. Aren selbst arbeitet gerade nicht auf einer Covid-Station, aber auch bei ihm merkt man, dass es wegen des Personalmangels eng wird. Die Corona-Lage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 452,4 und erreicht damit wieder einen neuen Höchstwert. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft müssen 3/4 aller Kliniken mit Intensivstationen ihren Betrieb einschränken und planbare Operationen verschieben. Du hast noch genau 1 Minute, um pünktlich zu sein, deswegen lasse ich dich jetzt gehen. Wir sehen uns heute Abend wieder. Auf jeden Fall. Auf eine gute Schicht, würde ich sagen. Danke sehr, ne? Ich wünsche dir was. Bis dann, ciao. Ciao. Mit rein dürfen wir nicht. Am Ende seiner Schicht werden wir ihn wieder treffen. Die Pflege hat nicht erst seit gestern ein gewaltiges Personalproblem, aber jetzt wirkt Corona wie ein Brandbeschleuniger. Zum ersten Mal getroffen habe ich Aren vor ein paar Tagen an der Charité, dort, wo er über Monate auf der Corona-Intensivstation gearbeitet hat. Ich will wissen, was ist passiert, dass Aren keine Lust mehr hat, als Pfleger zu arbeiten, obwohl ihm der Job eigentlich mal viel gegeben hat. Jetzt bist du 2019 mit der Ausbildung fertig gewesen und jetzt ist 2021, also 2 Jahre hast du das gemacht, ja. Und bist dann aber auch direkt aus Peine an die Charité gekommen. Mhm. Empfindet man da auch so ein bisschen Stolz? Ich bin echt froh über das, was ich geleistet habe oder auch das, was ich leisten konnte, was ich gelernt habe. Das sind echt Riesensachen und ich bin froh darüber, ich bin auch stolz. Du bist dann aus freien Stücken auf die Covid-Station gegangen, oder? Ich habe mich dazu bereit erklärt. Ich fand den Gedanken, ich tue vielleicht was Gutes und vielleicht ist das auch ein bisschen mein Soll, das zu machen. Man wurde in keinsten der Arbeit gerecht, die man hätte machen müssen. Du hast ja teilweise Patienten wochenlang begleitet und du hast alles getan und manchmal hast du die betreut und betreut, kamst nach einer Woche wieder, weil du in einem anderen Zimmer warst oder auf einer anderen Ebene. Und dann sind die dir weggestorben. Reihenweise. Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Krankenhausgesellschaft finden 76% der befragten Intensivpflegekräfte, ihre Arbeitsbedingungen seien schlechter als vor der Pandemie. Deshalb haben viele Pflegerinnen und Pfleger gekündigt. 72% der Krankenhäuser geben aktuell an, weniger Personal zur Verfügung zu haben als noch vor einem Jahr. Damit ist auch die Zahl der Intensivbetten gesunken. Also es ist zwar immer wieder so, dass du, weil du an der schieren Arbeit, die du vor dir hast, ne, und du musst ja irgendwie auch abwägen, was mache ich jetzt zuerst und was nicht. Ne? Und wenn du dann fast eine Handvoll Patienten hast, die alle Hilfe brauchen, die alle schwerst krank sind und du überlegen musst, was tue ich jetzt zuerst, ne, oder wo gehe ich jetzt als erstes hin und da piept was und da macht was. Du bist an so einem Punkt, wo du stehst mit dem Rücken zur Wand und es ist niemand da, niemand. So wie Aren seinen Job beschreibt, beschreiben ihn viele Intensivpfleger überall in Deutschland. Wir haben die Charité auf Arens Schilderungen angesprochen. Ein Sprecher antwortet uns. Die adäquate Versorgung von Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen der Charité, Universitätsmedizin Berlin, ist gewährleistet. Einzelbetrachtungen kann ich nicht bewerten und kommentieren. Die geltenden Personaluntergrenzen sind Durchschnittsbetrachtungen. Die aktuelle Pandemielage führt dazu, dass punktuell angespannte Situationen entstehen können. Mittlerweile ist es kurz nach 11:30. Wir treffen Aren jetzt gleich hier wieder. Seine Schicht müsste eigentlich schon vorbei sein.
Das könnte sein. Oh, 22.50 Uhr. Ist ein bisschen später geworden als geplant. Wie fühlst du dich, wenn du jetzt nach Hause gehst? Also ich werde jetzt nicht mehr viel machen können. Ich werde mich jetzt hinsetzen. Ich würde noch vielleicht, wenn überhaupt, was essen, weil ich jetzt nicht unbedingt dazu kam. Ich bin abgeschlagen. Was hätte passieren müssen, damit du eben nicht dich umorientierst? Ganz konkret. Es braucht mehr Pflegekräfte. Pflegekräfte, die für diese Berufung einstehen, die am Bett stehen, die mitarbeiten, die zusammen im Team arbeiten und die genauso wie ich sich wünschen, glücklich zu sein mit dem, was sie tun. Aber ist es nicht ein bisschen widersprüchlich? Du sagst einerseits, es braucht mehr Pflegekräfte. Du bist jetzt jemand, wie viele andere deiner Kollegen in deinem Alter auch, die gehen. Das passt nicht ganz zusammen, oder? Das passt nicht zusammen, nee. Aber jetzt, da sind wir jetzt wieder beim Punkt, dass ich kann so nicht weiterarbeiten. Ich kann es nicht. Wirklich nicht. Ich bin verabredet mit Janosch Dahmen. Er ist Gesundheitspolitiker der Grünen im Bundestag. Und wenn es jemand wissen könnte, wie man die Flucht aus der Pflege verhindern kann, dann vielleicht er. Er ist Arzt und Intensivmediziner und Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Intensiv- und Notfallmedizin. Ich war schon auf der Suche nach ihm. Thomas Rostek, hallo, freut mich. Wollen wir da lang gehen Richtung Spree? Ja, super, cool. Ja, natürlich. Jetzt habe ich mit einem Intensivpfleger gesprochen, ein paar Jahre erst im Job. Und er sagt, ich halte das Ganze nicht mehr aus. Ich gebe den Job auf. Ich will kein Pfleger mehr sein. Was tun Sie als zukünftige Bundesregierung dafür, Teil der Bundesregierung, dass solche Situationen nicht mehr passieren, dass die Pflege attraktiver wird? Die Bedingungen im Gesundheitswesen, die sind nicht erst seit der Pandemie schlecht. Und die haben auch nicht nur mit hohen Infektionszahlen zu tun, sondern ganz viel mit den Arbeitsbedingungen und den Strukturen in unserem Gesundheitswesen insgesamt. Wir haben uns deshalb als zukünftige Regierung vorgenommen, dass wir unbenommen jetzt von einem konsequenteren Pandemie-Management im Bereich der Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen eine ganze Menge tun wollen und machen müssen, damit Menschen, die diesen Beruf erlernt haben und in der Regel ja auch aus Überzeugung machen und nicht nur, weil es irgendein Job ist, das auch zukünftig weitermachen können. Dazu gehört, dass wir das Maß an Fremdbestimmtheit ändern müssen. Für viele, gerade auch junge Menschen, die Familie haben, ist es furchtbar, dass sie ständig angerufen werden, im Freien einspringen müssen, reinkommen müssen, dass man nie weiß, hat man Ostern, den Geburtstag vom Kind, Weihnachten frei oder muss man doch wieder arbeiten. Und hier müssen wir dafür sorgen, dass einerseits mehr Menschen zur Verfügung stehen, um die Arbeit, die da ist, zu erledigen, aber auch andererseits die Menschen, die gerade zum Beispiel Familien haben, besser zu schützen. Und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, dass wir gerade für Menschen, die in der Pflege sind, ein Anrecht auf besonders familienfreundliche Arbeitszeiten verankern wollen. Jetzt ist das in unserem Fall, nach unserer Recherche, gar nicht das Problem. Das Problem ist vielmehr, dass der junge Kollege, der junge Pfleger sagt, ich werde meinem Anspruch an Arbeit nicht gerecht. Ich kann nicht in meiner Schicht das leisten, was ich eigentlich laut Plan leisten müsste. Es sind also die Rahmenbedingungen, die eigentlich nicht wirklich stimmen. Was kann man dagegen tun? Das hat einerseits damit zu tun, dass Personal eingespart wurde und einfach immer mehr Arbeit für immer weniger Menschen oder auf immer weniger Menschen getroffen ist. Es hat aber insgesamt seine Ursache auch damit, dass wir angefangen haben, Gesundheit wie eine Ware zu behandeln und letztlich eine Ökonomisierung des Gesundheitswesens in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt haben, die am Ende des Tages jetzt nicht nur Patientenversorgung schlechter macht, sondern auch die Menschen krank macht, die eigentlich sich um die Gesundheit anderer Menschen kümmern sollen. Es muss aufhören und deswegen haben wir im Koalitionsvertrag zum Beispiel festgehalten, dass wir die sogenannten Fallpauschalen, die einen ganz wesentlichen Beitrag zu diesen ökonomischen Anreizen haben, dass wir die abstellen wollen. Was plant die zukünftige Bundesregierung, um die Intensivpflege, /Pflege, generell attraktiver zu machen? Ja, das eine ist, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Also die Frage, inwieweit entscheide ich selbst darüber, wann ich arbeite, wie ich arbeite. Das zweite, wie viele Menschen stehen neben mir auf einer Station zur Verfügung, um die Arbeit, die da ist, auch wirklich zu erledigen. Aber es hat auch ganz viel damit zu tun, inwieweit wird mein Beruf insgesamt anerkannt und inwieweit habe ich auch eigene Kompetenzen, darüber zu entscheiden, was mit meinen Patienten, die mir anvertraut sind, passiert.
Und diese Frage der Heilkunde, die in Deutschland bisher sehr stark an den Arzt gekoppelt hat, die wollen wir auch auf andere Gesundheitsberufe erweitern, da ein Gesetz auf den Weg bringen und damit die Anerkennung eben dieses wichtigen Berufsstandes, gerade im Bereich der Pflege, auf den Intensivstationen deutlich erweitern. Die medizinische Versorgung darf keine Ware sein. Das ist mir jetzt gerade hängen geblieben. Und das ist ja auch das, was Aaron unterm Strich fordert. Er sagt, ich möchte als Pfleger meine Arbeit so machen können, dass ich sie gut mache und dass ich sie so mache, dass ich am Ende des Tages ja irgendwie auch befriedigt nach Hause gehe. Wie geht's euch, wenn ihr hört, dass Aaron bald seinen Job hinschmeißen wird? Findet ihr das richtig oder irgendwie total daneben? Schreibt es uns in die Kommentare. Was ich euch auch ans Herz legen kann, ist das Video meiner Kollegin Anja. Die hat sich angeschaut, wie Menschen in Afghanistan unter dem Taliban-Regime leben und welche Verantwortung Deutschland dabei trägt. Auch ganz neu, der YouTube-Kanal von RBB Doku. Dort könnt ihr euch diese schöne Geschichte anschauen von einer Pflegerin, die sich um Säuglinge kümmert, die ihr vom Jugendamt in ihre Obhut gegeben werden. Außerdem wäre es ziemlich cool, wenn ihr uns ein Abo dalasst.